Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. So, hier fahren die Züge, was nicht fährt, ist die Straßenbahn. Ja, ich weiß nicht, wer alles die letzte Folge bis zum Ende durchgehalten hat bei diesem Bauwahn, dem ich da... Oh ja, machen wir gleich. Bei dem Bauwahn, dem ich da ein bisschen erlegen bin, aber ja, wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was in den Kommentaren stand. Ich nehme gerade mal wieder anschließend auf. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal ganz kurz zuerst Pause. Und dann gehen wir zu dem Bahnhof, den wir anschließen müssen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Knapp. Also, eine Straße. Eine innerstädtische. Ja, okay, das war jetzt eher eine einfachere Übung. Haben wir angeschlossen und ansonsten würde ich mal sagen, ihr merkt, ich überlege gerade. Ich würde sagen, wir machen das so, wie ich das eigentlich von Anfang an haben wollte. Nee, stimmt nicht mal. Wollte ich nicht von Anfang an haben. Im Laufe des Gebaues hier, des Bauens hier, kam mir die Idee, dass wir die Strecke hier stilllegen. Diese Brücke, die ist von früher, die wird nicht mehr befahren, denn es ist nicht machbar. Es geht schlicht und einfach nicht, wenn wir nicht zu diesem Bahnhof hier hinten kommen, zu dem hier. Also werden wir bloß eine Linie machen. Das war jetzt meine Idee. Und das werden wir machen, sobald wir, ihr ahnt es, wenn ich zu diesem Werkzeug greife, hier wieder aufräumen. Also wir haben hier alles kaputt gemacht. Deswegen werden wir jetzt hier mal 3-4 Minuten wahrscheinlich investieren, um das wieder halbwegs in Gang zu kriegen, was wir kaputt gemacht haben. Das kann nicht so ein Riesenmanöver sein, auch wenn es einiges ist, was kaputt ging. Oh, die Straße fehlt noch. Wisst ihr was? Dann machen wir doch glatt. Zuerst mal noch die Straße wieder hin. Das ist aber keine innerstädtische, würde ich mal meinen. Ja, das ist die hier. Kommen wir hier rüber. Irgendwie vorhin, also vorher sind wir doch hier eigentlich durchgekommen. Wahrscheinlich eher so. Okay, dann bauen wir das so. Hier haben wir jetzt ein Gleis. Das heißt, ja, das wird nicht gehen. Da muss ich oben noch mal ein bisschen abreißen. Da haben wir keinen Platz. Allora. Abreißen. Schnappen. Bis hierhin. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich genau nach unten den Platz wieder nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Okay. Wie sieht das aus? Mit ordentlich Gefälle halt. Ja, ich würde mal so eine machen. Okay. Zack. Gekauft. Hier hinten müssen wir es noch anschließen. Wo müssen wir hin? Nach hier unten. Das schaffen wir. Und jetzt wollen wir hier hin. Okay. Da brauchen wir wieder eine Brücke oder eine Unterführung. Ich würde eine Brücke machen. Ich mag Brücken eigentlich fast mehr. Mal gucken, wenn ich M und N aktiviere, was passiert. Jawohl. Ein Käse. Das machen wir nicht so, sondern wir machen erstmal hier eine Brücke und schließen die Straße nachher an. Wenn das vom Platz her reicht, nein, tut es nicht. Tut es auch nicht, okay. Jetzt vielleicht? Nee, denkste. Weil hier, ja, hier sind halt wieder viele Gleise, die zusammenlaufen. Och, wisst ihr was, ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen, bis es geht. Vor allem, da fängt noch die Eisenbahnbrücke an. Aha, so wird es gehen. Ja, kann man eigentlich so machen, dann geht das hier runter und hier geht das wieder rein. Zack. Sieht dann eh cool aus, wenn da die Züge durchrasseln. Und hier haben wir eine scharfe Kurve. Okay. Apropos scharfe Kurve. Wenn wir hier eh grad basteln. Wir haben doch hier, haben wir hier irgendwo scharfe Kurve? Nix scharfe Kurve. Okay, aber wir haben hier, Achtung. Wo war das gleich nochmal? Halt, stopp. Nein, nein, nein. Irgendwo hier hatten wir die Achtung-Tafel. Die werden wir doch glatt noch hier hinstellen. Und zwar nach der Brücke. So, dann sollte jedem klar sein, dass er hier ein bisschen vom Gas runter muss. Das gleiche gilt natürlich in die andere Richtung ebenso. Vielleicht hier. Okay, und schon wieder ein kleines, nettes Detail dazu. So, haben wir die Straße jetzt wieder irgendwie halbwegs so, ja, wie wir sie haben wollten. Gut, dann gehen wir zurück zum Terraforming-Tool. Zack, 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 machen wir gleich mal in groß hier.
denn das ist eine größere Verwerfung hier. Da müssen wir ein bisschen intensiver rangehen. So ganz weg kriegen wir das eh nicht, aber dann haben wir hier halt einfach einen Hugel. Das ist eigentlich auch kein Drama. Dann ist es hier wenigstens nicht einfach nur so weiß jetzt. Hier haben wir noch Straße mal gehabt. Diesen Zeitzeugen werden wir auch eliminieren. So gut wie es geht. Hier noch ein bisschen. So, und dann haben wir es, glaube ich, im Groben haben wir es. Hier vielleicht noch ein bisschen. Da kann ich wieder dieses Werkzeug nehmen. Dann geht das eigentlich schneller. So, hier oben noch. Ach, das lassen wir. Da ist eine Brücke. Aber hier. Oh, oh, oh. Der erste Versuch eines S-Bahn-Bahnhofs. Ja, das geht relativ flugs weg. Sehr gut. Jetzt habe ich gerade noch einen Baum geopfert. Okay. Damit. Was haben wir denn hier? Hier? Entweder wollen sie hier bauen oder sie hatten mal gebaut und abgerissen, weil die Straße gefehlt hat. Das kann ich im Moment nicht sagen. Das war früher. Wir lassen das mal so. Dann haben sie das Fundament schon mal gelegt. Dann müssen sie nur noch die Häuser draufstellen. Jetzt haben wir hier aber auch noch was. Momento. Was war das mal? Teilweise haben wir hier schon interessante Erdverwerfungen. Hier das gleiche, aber ich glaube, da haben wirklich einige ihre Häuser verlassen. Weil sie halt keinen Straßenanschluss mehr hatten. Wobei wir waren eigentlich im Pausenmodus, als wir die Geschichte hier gebaut haben. Gut, jetzt ist aber genug des Terraformens. Ich kontrolliere nochmal. Ja, das kann man so irgendwie stehen lassen. Wir kommen zur Liniengestaltung. Beziehungsweise zu den Signalen, würde ich sagen. Machen wir mal zuerst und dann kaufen wir die S-Bahn und dann gucken wir, wie das aussieht. Und dann haben wir die S-Bahn hier hinter uns. Nicht, dass ich froh wäre, aber der Bau in der letzten Folge, der war doch relativ krass, wenn es dann einfach nicht geht. Normalerweise bringt man fast alles hin bei Tränenfieber, aber es ist halt schon so, dass es auch Sachen gibt, die einfach nicht gehen. Vom Höhenunterschied her und. Also, neue Linie. Linie 2 haben wir immer noch eine Linie 1. Die würde ich dann glatt mal wegmachen. HJKL Linie 1. Die wollte ich nicht mal ab. Appelbeck Süd, habe ich da schon mal rumgebastelt? Hier haben wir ja sogar eine Einzeichnung. Habe ich da testweise? Ich weiß es gar nicht. Schäm. Aber dann machen wir die hier zu. Linie 2 löschen wir. So, und dann nehmen wir die, welche wir hier schon haben. Aha, und schon. Nee, das war eine andere Linie, die hier eingezeichnet war. Natürlich mit der gleichen Farbe, weil das Spiel immer den gleichen vorschlägt. Aber jetzt haben wir hier mal dieses Lila. Also, Appelbeck Süd. Wir wollen nach hier hinten Appelbeck, keine Ahnung. Wie heißt du denn? Kein Namen? Naja, wir klicken es mal an, dann sehen wir es. Ja, genau. Aber mit Haltestelle hinzufügen. Abzweig. Okay, und was macht das Spiel jetzt oder die Linie? Sie kommt hier lang, geht hier rauf, geht dann zurück, aber eigentlich in die falsche Richtung. Wir wollen nicht, das geht jetzt mit Gegenverkehr. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du hier weiterfährst. Dann werden wir hier einen Wegpunkt hinstellen. Ein Wegpunkt, genau. Ach nee, die Wegpunkte sind gar nicht so weit unten. Das sind ja die Prellböcke. Und zu den Prellböcken gibt es auch noch was. Da haben wir eigentlich neue. Ich habe die immer vergessen. Die müsste man auch mal noch verwenden. Warum nicht den Wegpunkt hier hin machen? Okay, das wäre dann also ja, der Rückweg nach Appelbeck Süd. Der würde dann hier lang führen. So, hat es sogar übernommen. Das heißt, wir kommen von hier unten in diesen Bahnhof rein, fahren hier lang und fahren hier rüber und dann benutzen wir nämlich auch diese neue Strecke, beziehungsweise hier die Brücken und hier oben sieht man schön, aber auf der falschen Seite. Das kann daran liegen, dass die Signale noch nicht da sind. Habe ich gesagt, wir machen zuerst die Linie und dann die Signale oder umgekehrt? Ist eigentlich egal. Jetzt haben wir die Linie gemacht. Die werden wir noch benennen. Ganz klar, S-Bahn, aber neu. Da es eine alte gab, die die andere Strecke benutzt hat, die wir nicht benutzen können. Appelbeck, S-Bahn neu, Appelbeck. Okay, gekauft. Also Signale setzen.
Da gibt es auch noch was. Ich habe mal noch Signale benutzt, die nicht funktional sind. Das sind Schönbausignale, beziehungsweise ja doch eigentlich Dekorationssignale. Das kann sein, dass wir da mal noch gucken müssen, weil die Züge die dann nicht erkennen. Ich nehme mal das hier. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann haben wir hier, wenn wir können, ja, das geht genau noch knapp hin, dass wir da ein Signal setzen können. Hier haben wir Bahnhof, da brauchen wir hier keines. Dann gehen wir hier lang. Ach, eigentlich brauchen wir gar keine Signale. Wir fahren ja sowieso nur mit einer Linie hier. Aber dann sieht es auch ein bisschen netter aus, das Ganze. Dann gehen wir hier hinten lang. Hier rüber, da rein. Da können wir eigentlich Signale bleiben lassen, wenn es nicht zweispurig ist. Hier unten, Moment. Hier haben wir irgendwo noch eine Kreuzung. Ja, da würde ich sagen, der Bereich ist gar nicht befahren hier. Dieses Stück Gleis, das ist auch von früher. Da, oder Moment, wo kommen wir denn rein? Jetzt wird es wieder ganz kompliziert. Doch, stimmt schon, der ist nicht befahren. Hier oben brauchen wir keine Signale. Das passt eigentlich so. Ja gut, jetzt sollen wir schon mal die S-Bahn kaufen. Jetzt höre ich alle schreien, ja nun mach doch endlich. Aber nein, ich möchte jetzt ganz kurz noch Busverbindungen machen. Das macht mehr Sinn, wenn die S-Bahn dann fährt. Wobei, macht das mehr Sinn? Nein, aber es sieht noch ein bisschen besser aus, wenn hier halt noch ein paar Busse fahren. Und das ist natürlich kein Manöver. Die Buslinien, die haben wir relativ schnell gemacht. Wir gucken mal, was wir hier an schönen Gebäuden haben, die nicht in der Erde versinken. Denn plätten wollen wir jetzt hier nicht mehr. Okay, dich. Und das sind dann einfach Direktverbindungen zum Bahnhof. Hier oben, der gerade ein bisschen verschwimmt und macht und tut, weil es nicht nachlädt. Und dann haben wir hier noch eine Direktverbindung, machen wir natürlich keine. Das wäre jetzt aber doch relativ eben. Lass mich mal gucken. Kriegen wir das hier hin? Das müsste hier eigentlich hinpassen, ohne dass es versinkt. Aha. Okay. Ja, es ist nicht versunken im Sinne von, weil es krumm war, sondern weil hier halt Schnee liegt. Das lassen wir so, das finde ich nett. Guck mal, hier ist einfach so viel Schnee. Da ist die ganze Bushaltestelle unter Schnee sozusagen. Hier können sie noch sitzen und in die Richtung passt das Ganze eh. Gut, dann bauen wir hier aber auch nochmal eine neue Linie. Das ist dann der Transfer hier hinten. Oh, doch, das passt. Kommt er hier eigentlich rüber? Ja, das, sonst wäre die Linie nicht eingezeichnet, wenn es nicht gehen würde. Wäre das nicht eingezeichnet. Also neue Linie, natürlich wieder in diesem wunderbaren Farbton. Wir machen mal rot. Jetzt muss ich mal überlegen, wo sollen die hin? Eben zum Bahnhof. Das haben wir ja eigentlich schon beschlossen. Wenn das geht. Doch, die können hier unten durch und dann irgendwo hier rüber und dann nach hier oben. Das geht schon. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Busverkehr rein. Das ist eh ganz nett. Hier haben wir die Haltestelle für den Bus. Okay, dann fährt er hier lang, hier wieder runter. Das darf er alles, das ist ein Bus. Okay, dann haben wir hier Bus. Oh Gott, wie sollen wir das nennen? Bus für S-Bahn. Bus zur S-Bahn. Wir machen das mal so. Zur S-Bahn. A. Back. Okay. Und die andere Linie benennen wir genau gleich. Aber mit einer 2 dahinter. Mal gucken, wie wir das machen. Neue Linie. Oder wir könnten den Bus eigentlich auch weiterschicken, dass der... Nee, eben, dann macht er eigentlich der S-Bahn Konkurrenz, wenn wir den zum anderen Bahnhof schicken. Nein, dann machen wir hier nochmal eine neue Linie. Das leisten wir uns und schicken den hier. Dich müsste ich noch haben. Dann schicken wir den nach da unten. Also, das wäre Haltestelle hinzufügen, wäre dann einmal Bus hier und du fährst nach hier unten. Das ist keine lange Piste. Da brauchen wir dann nicht viele Busse. Okay. Und du heißt jetzt, ich brauche mein Linienfenster nochmal. Vielleicht nicht genau hier drüber. Also das wäre dann jetzt, damit ich eben das gleiche habe. Und das mit Sicherheit. Bus zur S-Bahn Abeck. Dann wärst du sozusagen Bus 2. Oder Moment. Bus zur S-Bahn 2,
Jetzt passt wahrscheinlich dieses schöne, liebevolle Abeck nicht mehr hin. Abeck. Doch, passt hin. Okay. Gut, wir brauchen Busse, Fahrzeuge. Keine Angst. Ich kann fast beschwören, dass wir die S-Bahn noch sehen. Die kaufen wir noch und dann schicken wir sie rauf. Ist ja nur eine Linie. So, jetzt bräuchten wir ein Straßenfahrzeugdepot. Die haben wir hier oben. Wir kaufen mal Passagierbusse sozusagen, die dann eben da zu den S-Bahnhöfen fahren. Ich würde mal ein bisschen runter scrollen, damit wir nicht immer die gleichen Busse verwenden. Was haben wir hier unten noch Schönes? Ich möchte einen Milka-Bus. Finde ich nett. Und hier haben wir noch einen, ich sag den Namen nicht, steht drauf, sonst heißt es dann am Schluss noch Schleichwerbung. Das wäre noch das Größte. Nee, das ist kein städtischer Bus, aber der zum Beispiel noch. Okay, dann haben wir die drei. Die setzen wir mal auf Bus 2. Wo haben wir dich? Bus, Bus, Bus zur S-Bahn 2. Er fährt also die eher kürzere Strecke. Und dann brauchen wir dich noch. Ein Buszug, finde ich nett. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Das sind eh wieder neue Mods. Wir scrollen mal rauf. Hier, das sind, glaube ich, auch alles neue. Kaufen wir auch mal noch so ein. Und so ein. Und dann gibt es hier für die Strecke doch auch noch einen sozusagen herkömmlichen Bus. Milka hatten wir. Wir nehmen dich mal noch. Okay. Dann haben wir auf der Strecke 4 Busse. Das müsste eigentlich reichen. Die haben sowieso wahrscheinlich keinen Auftrag in dem Sinn. Also die werden wirtschaftlich nicht funktionieren. Da die S-Bahn wahrscheinlich wirtschaftlich, glaube ich auch nicht, die wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass Leute von da außen nach hier ins Zentrum rein unbedingt die S-Bahn nehmen. Wir werden sehen, vielleicht verirrt sich ja mal noch irgendwie eine arme Seele daraus. Also, Linie zuweisen. So, dann juckt es natürlich wieder, genau, wenn ich die Linie zuweisen möchte. Das wäre dann hier, Numero Uno, Bus zur S-Bahn. Und dann gucken wir mal ganz kurz zu. Nicht allzu lang, denn wir haben noch was zu tun. Wir müssen noch S-Bahn kaufen. S-Bahnen. So, immer wieder schön diese Busse. Vor allem eben, weil das auch neue sind. Ich weiß jetzt, ja, ich kenne die halt nicht auswendig, aber das müsste ein neuer sein. Mal ein bisschen drehen, dann sehen wir da hinten noch den Bahnhof. Wir hören ihn vor allem. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie die hier alle rausfahren und dann geht's ab zu den S-Bahn-Bahnhöfen oder zu einem von denen und dann gibt's Züge. Ja, schöne Fahrzeuge. Sogar mit Fahrer drin. Wow. Und schön, wie er anhält, weil hier noch jemand über die Straße geht. Das weiß ich auch immer zu schätzen. Ah, hier fährt und macht und tut und deswegen, ah doch, es geht. Der Performance halbwegs. Da die Krokodil, hier ein Güterzug. Schön. Eigentlich haben wir ja noch gesagt, ich weiß, das stand wahrscheinlich auch schon mal in den Kommentaren in der Zwischenzeit, dass ich noch gesagt habe, dass wir die S-Bahn hier noch durch unser Gleisfeld fahren lassen wollen. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Das könnten wir uns später mal ansehen, ob wir das nicht vielleicht doch irgendwie machen, in Kombination mit diesem alten S-Bahn-Gleis, was wir nicht benutzen. Ach, das ist ein Lastwagen. Ich dachte gerade, was fährt denn da für ein Zug rum, der keine Wagen hat? Das machen hier eigentlich nur die Butler. Die Stadler-Butler. So, gut. Genug geguckt. Hier ist schon ordentlich Betrieb. Und jetzt noch S-Bahn dazu. Hurra. Cool. Also, wir brauchen hier aber natürlich noch ein Depot. Wo machen wir das Depot hin? Auf welches Gleis musst du? Ich brauche mal kurz die Linie, dann sehe ich es. Nur sichtbar. Ja. Moment, warum mache ich zu? Ich weiß nicht. Wir wollen auf dieses Gleis. Auf das hier. Ja, da können wir das Depot hier in die Richtung ziehen. So, machen wir altes Gleis, aber natürlich mit Strom. Wo hört der Bahnhof auf? Hier. Dann gehst du hier nach hinten. Geht interessanterweise nicht. Ah, da haben wir eine Weiche. Okay, das habe ich nicht gesehen. Hier geht es auch nicht. Warum geht das denn nicht? Nun lasset mich ein Depot bauen. So, wir machen ja gar keine großen Dinge, sondern einfach irgendwie mal gucken. Was nehmen wir Schönes? Hier dieses alte, das gefällt mir immer wieder. Versinkt auch relativ schön im Schnee drin. Gut,
Züge. Also, was haben wir hier? Schön Baulinie Appelbeck. Okay, ach so, alles klar. Also, ich bin immer noch völlig verwirrt von diesem Monsterbau aus der letzten Folge. Wir brauchen Triebwagen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Wir werden nicht allzu viele einsetzen, aber ein paar natürlich schon. Ich werde mir die jetzt einfach mal mehr oder weniger in Ruhe ansehen, was wir hier alles haben. Auch was als S-Bahn deklariert ist im Sinne von S-Bahn. Nein. Hier Stadtbahnnetz Berlin. Okay. Könnten wir mal nehmen, aber ihr kennt's. Wir kaufen Züge. Kluge Köpfe schützen sich. Wir speichern zuerst. So. Und dann fröhlich weitergucken. Na? Na, 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 na. Na, 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 na. Nützt nichts. Hätte ja sein können. Okay. Haben wir es geschafft. Also, wir kaufen dich. Die Musik läuft noch. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Aber ich kann die Maus nicht bewegen. Arg. Aha. Hat geklappt. Hier können wir eigentlich zumachen. Dann haben wir die erste S-Bahn aus Berlin. Stadtbahnnetz Berlin. Früher. Hier haben wir noch einen neuen TEE-Zug. Der ist ganz neu. Den werden wir vielleicht noch aufs Gleisfeld stellen. War so eine Idee, die ich noch hatte. BR420. Das ist vermutlich auch eine S-Bahn. Kaufen wir mal. Oh, doch. Geht auch. Nee, das ist keine S-Bahn. Ich wollte was anderes gucken. Was haben wir denn hier noch Schönes? Die Wagen. Okay, das sind Züge. Das ist ja auch S-Bahn. Aber ich möchte noch was Modernes haben. Was ein bisschen... Ja, halt nach moderner S-Bahn aussieht. Wir haben hier schon einiges. Heieieiei. Bergbahn. Okay, das ist eine andere Baustelle. BR420. Haben wir die nicht gerade gekauft hier? Ist das nicht eine BR420? Ja, weiß gar nicht mehr. RAB, also RAB.de. Dann werden dann langsam mal die schnellen Züge kommen. Oder die schnelle Rennen. Nahverkehrs Triebwagen. Okay, das müsste man doch dann demnach auch als S-Bahn einsetzen können. Wir nehmen die aber mal hier in dem Grau, würde ich vorschlagen. Dann haben wir drei. Und ja, wir haben eigentlich keine Blocksignale gesetzt, fällt mir gerade ein. Wenn wir nur eine Linie haben auf dem Gleis, dann müssen wir trotzdem Signale setzen. Natürlich die Blocksignale, denn sonst warten die immer an den Bahnhöfen. Und bei mehr als zwei Zügen geht es dann nicht, wenn man nur zwei Bahnhöfe hat. Das ist eigentlich auch relativ klar. Ein Dieseltriebwagen für den Nahverkehr. Könnte man auch noch nehmen. Aber lasst uns mal noch ein bisschen runterscrollen. Vielleicht springt uns noch irgendwas Massives ins Auge. Ich weiß, jeder von euch hat jetzt hier wieder seinen Liebling. Das tut mir leid, dass ich die nicht alle nehmen kann. Aber eben, das geht dann einfach nicht wirklich, wenn es so viele sind. Das ist nochmal was für die Alpen. Private. Was haben wir hier noch? Wir sind dann gleich mal ganz unten. Nehme ich an. Doch, hier sieht man den Marker. Kommt hier noch was? Nein. Doch, da kommt tatsächlich noch mal welche. Okay. Der Heisenberg Express. Carlos, da steht halt leider nicht genau deklariert, was eine S-Bahn ist. Aber wir gehen nochmal hoch und nehmen die andere, wenn ich sie wieder finde. Die war. Das ist auch eine schöne. Diesel für den S-Bahn oder Regionalverkehr. Ist aber in dem Sinne nicht eine S-Bahn. Redline, das ist auch nicht zu erkennen. Flirt, das ist eigentlich eher ein Regionalzug. Oder ich würde den zumindest mal als solchen bezeichnen. Wo war denn jetzt das gute Stück, das ich noch nehmen wollte? Jetzt finde ich es nicht mehr. Ich möchte gucken, wie die S-Bahn fahren. Made by das Matze. Okay. Die haben wir schon. Dann war es eigentlich weiter unten. Jetzt nehmen wir einfach
eine, die wir finden. Ich weiß, der Elefant, der wurde auch schon gefordert. Das ist aber mit ziemlicher Sicherheit dann doch keine S-Bahn, würde ich mal behaupten. So, die nächste S-Bahn, die mir vor die Flinte kommt hier, also klar deklariert als S-Bahn, Wiener Schnellbahn und in den Ballungsräumen. Betrieb der Mehrbetreiber schon mit Schnellzugverkehr. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme den nächsten. Aber BR420 in Orange. Wir nehmen die noch. In Blau. So, wir haben 4 Stück. Wir setzen die auf die Linie. Und dann fahren wir natürlich mit. Nein, nicht Schnellzug. Wo haben wir sie denn jetzt? S-Bahn Neu-Appelbeck. Mal gucken, ob das klappt. Von wegen Strom und Co. Aber wenn es rechnet, dann klappt es auch in aller Regel. Okay, wir gucken uns das mal in Ruhe an hier. Und dafür nehmen wir mal noch das Hardwack. So, du kommst aus Berlin. Sehr schön, wir lassen... Oh, Moment, ich brauche ich brauche mein Hard nochmal und ich muss nochmal pausieren. Eben. Es wäre schon hilfreich, wenn wir das eine oder andere Blocksignal noch setzen würden. Dafür brauche ich nochmal schnell die Linie. Sorry, habe ich vergessen, vor lauter Freude hier endlich die S-Bahn kaufen zu können. Also nur sichtbar, wir drehen das mal hier ein. Dann können wir die Linie aufrufen. Dann sehen wir, wo sie lang geht. Und der Bahnhof, der hat ein Signal. Das hier ist eigentlich jetzt überflüssig in dem Sinn. Dann geht es hier ins Tunnel rein. Und hier oben raus. Dann machen wir hier mal eins. Dafür bräuchte ich sie schnell. Wir nehmen mal das hier. Hier ein Blocksignal, das gibt jetzt natürlich nur einzelne. Die Gegenfahrbahn braucht keine, da die nicht benutzt wird. Die ist eben von früher. Dann haben wir hier eine lange Brücke. Ja, das verträgt hier definitiv ein Signal. Hier vor dem Tunnel auch nochmal, damit wir wirklich fahrende Züge haben. Dann geht das hier runter. Und hier Richtung Bahnhof sollen wir hier auch nochmal. Nach dem Tunnel, warum nicht? Da haben wir aber eine Weiche. Ach, dann haben wir... Doch, machen wir. Das ist eine relativ lange Strecke, habe ich gerade gesehen. Da können wir auch nochmal abklemmen. Die stehen uns hier ein bisschen dann auf den Weichen, aber okay. Dann geht es hier runter. Dann geht es hier rüber. Hier haben wir den Wegpunkt. Machen wir doch glatt hinter den Wegpunkt noch ein Signal. Ich weiß, dass Signale auch Wegpunkte sind. Das möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen. Das erzähle ich alle 10 Folgen, warum ich die Wegpunkte nehme und nicht die Signale. Da müsstet ihr eine alte Folge mal gucken, eine ältere. Falls euch interessiert, warum ich das so mache und eben nicht mit Signalen. Signale reißt man immer ab, wenn man was umbaut. Gut, dann geht es ja über die Monsterbrücke zurück. Da kann ich kein Signal setzen. Wir müssen von der Monsterbrücke runter und haben dann da oben... Was macht der Zug hier? Ach, der fährt zum Bahnhof. Ich dachte schon, okay. alles klar, stimmt sogar soweit. Wir machen hier mal eins nach dieser ewig langen Brücke und dann passt hier eigentlich nochmal ein Signal hin vor dem Bahnhof. Gut, und jetzt haben wir es aber tatsächlich soweit geschafft, dass wir hier mehrere Züge fahren lassen können. Beziehungsweise, ich mache hier auch noch eins, dann kann der nächste Zug schon mal rausfahren. So, jetzt aber, der nächste Zug kommt, oder die nächste S-Bahn, Südbahnhof, müsste dann wahrscheinlich das Wiener Exemplar sein, oder das österreichische. Hier höre ich noch einen Güterzug. Mal gucken, ja, wenn ich drehen darf. Ja, ein Güterzug ist gut. Da Krokodil und da der andere. So, wir wollen aber jetzt S-Bahn gucken. Hier fährt die erste los. Und ich würde sagen, wir fahren dann schon noch mit einer mit. Aber mit der letzten. Dann haben wir... Ich weiß nicht, welche jetzt die letzte ist, die startet. Aber dann haben wir wenigstens mit Sicherheit noch... Ne, die kreuzen ja nicht. Jetzt wollte ich sagen, dann kreuzen wir wenigstens noch mit einer anderen S-Bahn. Das machen wir aber nicht. Oder? Machen wir das? Nein, machen wir nicht. Ist ein bisschen eine komische Strecke, wenn sie nur eingleisig genutzt wird. Aber eben, wenn man da nicht zum Bahnhof kommt, das Grundproblem ist einfach, einen Bahnhof anzufahren, nur ein, das bringt halt einfach nichts. Ist dann einfach eine Rundreise. So, du musst warten, bis der hier oben losgedüst ist. Habe ich eigentlich?
jetzt. Wo die Busse kommen. Ich musste das HUD nochmal ausstellen. Nett. Schön, wie sie bimmelt. Halt den Winkel ändern. So, dann können wir die nochmal schön betrachten hier. Schon nett. Auch halt eben in dieser winterlichen Landschaft und da hinten mit dem Bus, der wartet. Und jetzt sollte der hier losdüsen dürfen. Und dann haben wir da hinten noch einen. Und mit dem fahren wir dann schlussendlich noch mit. Der muss jetzt Richtung Bahnhof. Dann kann der raus. Okay, nochmal Südbahnhof. Das ist nochmal die BR-420, wenn ich mich nicht täusche. So, schön. Mal gucken, vielleicht setzen wir noch den einen oder anderen zusätzlich rauf. Wisst ihr was, ich nehme mal ganz schnell mein HUD zurück. Und ich möchte kurz gucken, was haben wir hier für einen Takt. 7 Minuten, okay, da passt eigentlich schon nochmal die eine oder andere S-Bahn rauf. Dann werden wir nochmal was machen, würde ich sagen, in der nächsten Folge. So, HUD wieder weg. Und wir stehen in den Startlöchern, dass wir hier mal mitfahren können. Wir drehen uns mal nochmal. Oh, ich muss aber den Winkel wieder ändern. Wenn man zu viel auf einmal sieht, muss zu viel auf einmal berechnet werden. Dann haben wir wieder das volle Performance-Problem. Schön. Okay, aber wir sind nicht wegen den Güterzügen hier. Wir wollen wieder nach da hinten. Guck mal, wie das hier dann gerade flüssig läuft. Sobald man nichts mehr groß an Mods sieht. Kannst du los? Oder noch nicht? Jetzt fährt der los. Dann können wir hier eigentlich einsteigen. Dann sollte das hier in Kürze auf grün schalten. Das gute Signal. Jetzt. Und auf geht's. Herzlich willkommen zur ersten S-Bahnfahrt in Staffel 2. Hier in Appelbeck. Mal gucken, was wir alles zu Gesicht bekommen. Ja, hier könnten wir eigentlich auch noch... Müssen wir nicht, aber könnten wir noch eine X-Weiche hinmachen, damit der Zug hier auf dem rechten Gleis einfährt. Aber ist eigentlich egal, da er ja sowieso keinen Gegenverkehr hat. So, schöner Zug. Oder eine schöne S-Bahn. Gefällt mir wirklich gut. Südbahnhof DB. Die Türen öffnen sich. Aha, auf der Seite, da wird das Aussteigen ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, wir legen den dann doch noch schnell aufs andere Gleis. Das müsste einfach machbar sein, indem wir da eben eine X-Weiche hinstellen. Ja, schön wie er hupt. Das gefällt mir halt auch immer relativ gut. Und dann geht es hier schon ins erste Tunnel rein. Da hinten geht es dann aber ja auf die Brücke. Oh, er fährt nicht. Oh, oh, oh. Das passt uns nicht. Warte auf freie Wege. Aha. Hast du hier ein Signal? Wie kommst du auf die Idee, hier auf freie Wege zu warten? Wenn wir hier nicht mehr... Ach so, weil das der Ausgang des Bahnhofs ist. Ja, manchmal, ja. Kein Kommentar. Wir müssen warten, bis der Zug da vorne das Signal passiert hat. Dann darf der auch fahren. Dann darf er den Bahnhof verlassen. Da können wir aber natürlich kurz hier gucken gehen. Da oben, die Toblerone ist wieder unterwegs. Sehr nett. Kommst du? Kommt hier überhaupt ein Zug? Doch, der müsste hier eigentlich schon rauskommen. Wie kriege ich den denn, wenn man hat, zur Kontrolle? Nicht, dass ich mich hier lächerlich mache und vor dem Tunnel warte und der Zug kommt nicht. Nochmal schnell rauszoomen. Doch, da kommt er, aber der kommt ja elend langsam. Heieiei, hat denn der... Hat der hier rot? Ne, der hat hier grün. Ist der so langsam? Hallo? Wahrscheinlich ausgestiegen und schiebt. Warum ist der denn so langsam? 20 km/h? Das kann ja aber wohl nicht wahr sein. Also irgendwie... Ich glaube, da muss ich nochmal gucken gehen. Okay, soviel zum Thema. Wir wollen hinterherfahren. Ja, das wird schwierig, wenn der hier die ganze Strecke blockiert. Warum fährt der 20 km/h? Da habe ich irgendwas nicht beachtet. Sorry, ich brauche mein HUD nochmal. Wir werden gleich zugucken. Ich möchte mal kurz... Ja, wobei jetzt hier nochmal diesen Zug suchen. Aber das nimmt mich jetzt schon Wunder.
Warum fährt der 20? Wir kaufen uns einen schnelleren. Also Lokomotiven, halt, falsch, Triebwagen. War das? Wir sind wieder zu oberst. Jetzt, hier kann man drin eigentlich auch drehen, dachte ich. Genau, damit ich hier den richtigen erwische. Okay, erkennen wir den? Ich hoffe mal. Wir nehmen mal sicher einen Ersatz dazu. Da mache ich jetzt aber kein großes Manöver mehr, denn ich möchte mit dem Zug mitfahren. Und diesen hier, den müssen wir noch irgendwo in ein Depot schicken. Wir müssen dann auch mal ein Depot bauen, damit der von der Strecke kommt. Der hält uns tatsächlich massiv aus. Auf. Aber der sieht doch gar nicht so langsam aus. Was zum Henker reitet diesen Zug 20 km/h zu fahren? Ist das irgendwie eine Fake-Lokomotive? Die fahren ja irgendwie dann jeweils nur so schnell. Bist du das? 120. Hallo? Ist das der Zug? Brauch mal die Linie, dann finden wir es raus. Jetzt wird es immer komplizierter. Arg! So, wenn das hier angeschrieben ist, ist eh noch die falsche Farbe. Guck mal. Was haben wir denn da für einen Zug erwischt? Eigentlich wollten wir doch den grauen hier. Ja gut, wir schicken den weg. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Keine Ahnung, was da nicht passt. Da haben wir ihn. Eigentlich ist es der hier. Der müsste 160 fahren. Da, 20. Also das kann eigentlich nur am Zug liegen. Moment, Details. 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das ist ja schon äußerst interessant. Gut, ich habe gesagt, wir machen keine großen Manöver für den Nahverkehr. Wir kaufen den noch dazu. So, setzen den auf die Linie. Und dann müssen wir den anderen, wie gesagt, wegkriegen. Also S-Bahn, S-Bahn, S-Bau, S-Bau, S-Bahn, Appelbeck. Okay, warte, der freie Wege, das ist soweit okay. Aber wir müssen den Zug da wegkriegen, sonst können wir nicht vernünftig mit der S-Bahn mitfahren. Das ist natürlich auch klar. Jetzt haben wir hier eine lange Brücke, kriegen wir hier hinten ein Depot hin. Doch, das geht noch. Okay, ich muss mal schnell gucken, auf welchem Gleis. Auf dem richtigen sozusagen bist du unterwegs, auf dem linken. Das heißt, hier gibt es ein Depot. Boah, das dauert jetzt sowieso 11 Jahre und 2 Tage, bis der hier unten ist. Aber ich muss zuerst das Depot bauen, sonst erkennt er dieses Depot nicht. Geht das? Yeah. Ja, jetzt geht's wieder ins Gebastel über. Moment, ich hab's gleich. Wäre schon schön, wenn wir hier rauskämen. Nicht genügend Platz. Nicht genügend Platz. Wir machen dich mal hier rüber. Vielleicht geht's jetzt. Auch eine Kollision mit dem bestehenden Gleis. Gut, dann machen wir hier eine kleine Kurve. Oh, komm jetzt. Das muss doch möglich sein, dass ich hier ein Depot hinkriege. Es ist doch nicht zu glauben. Jetzt ist wieder die Straße im Weg. Ja, ganz ruhig, Herr Heisenberg. Na, manchmal. Also in ganz seltenen Fällen. Ja, so reiße ich den ganzen Bahnübergang ab. Das werde ich mal schön bleiben lassen. Wie kriege ich dich hier hin? Kollision. Bei der Terre-Angleichung. Dann müssen wir irgendwie hier raus. Und das geht wegen der Straße nicht. Und hier unten haben wir gleich den nächsten Bahnübergang. Also machen wir hier nochmal eine Weiche und machen testweise. Wir müssen ja nur ein Depot haben. Aber manchmal, wenn es nicht klappt, dann klappt es einfach nicht. So, jetzt haben wir hier ein Zugdepot. Jetzt kannst du raus. Das heißt, wir können eigentlich, Moment, den Zug, nicht den Zug laufen lassen, sondern das Spiel, das gerade wieder wild rumrechnet. Dann schnappen wir uns den Düsenjäger. So, und ab ins Depot. Er fährt auch geradeaus, er wendet nicht, das ist gut. Boah, aber jetzt ja, okay. Düm, 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 düm. Sieht ja irgendwie, ist ja putzig. Aber was hat der denn für ein Problem, dass der 20 km/h fährt? Also das kann mir keiner angeben, dass das die Idee ist von dem Zug, dass der 20 km/h fährt. Er sieht zwar nett aus, aber kommt halt nicht in die Gänge. Ja. Geht nicht anders. Wir müssen hier mal ausnahmsweise volle Pulle machen und gehen nach hier hinten. Wir sehen ja, sobald er hier grün hat,
wenn der weg ist. Ach, eigentlich könnten wir den dann auch verkaufen. Aber ja, wir brauchen das Geld eigentlich nicht. Dann müssen wir nicht unbedingt verkaufen. Schön, wie hier die Züge noch durchrasseln. Ich werde gleich langsamer machen. Momento, Momento. Also einmal mit der S-Bahn außenrum machen wir jetzt noch. Hui, wie sie rasen. Na, ist er verschwunden. Jetzt kann ich runter mit dem Tempo. Zumindest hat er unser Gleis verlassen. Deswegen können wir jetzt hier in Ruhe mitfahren. So, und hart weg. Und jetzt können wir das in Ruhe genießen. Sonst hätten wir natürlich bei jedem Signal wieder ewig lange gewartet, wenn dieser, wenn diese Schnecke da weitergefahren wäre. So, und hier hat man eine schöne Sicht auf die Stadt eigentlich. Oder aufs ganze Eis. Aufs ganze Schneefeld. Eisfeld hätte ich schon bald gesagt. Auf die ganze schneebedeckte Straße. Auf die ganze schneebedeckte Landschaft. Ich muss eben schon sagen, ich finde die Straßen und so weiter, die sind schon extrem cool, dass die eben auch gemoddet sind und die Gleise auch für den Winter, dass die eben auch winterlich aussehen. So, nett hier ins Tunnel rein. Hier oben ist auch noch ein Güterzug unterwegs. So, hier die neue Konstruktion. Erstmal aus einer fahrenden S-Bahn raus. Cool. Und jetzt geht es in Richtung Bahnhof. Hier noch die Brücke der alten S-Bahn-Konstruktion. Irgendwie ärgert es mich halt schon, dass da jetzt kein Zug fährt. Vielleicht mal gucken, ob wir nicht doch noch irgendwie eine Idee haben, wie wir da auch noch einen Zug raufkriegen. Nicht ruckeln, fahren, danke. Wir werden langsamer. Der Bahnhof ist aber soweit frei. Okay, dann ist das Tempo der Kurve geschuldet, sozusagen. Okay, der macht ja den Bergpreis. Der gute Bus. Boah, da brauchst du aber eine ordentliche Handbremse, dass du das hinkriegst. Und wieder anfahren hier ist natürlich auch Respekt, lieber Busfahrer. So, und jetzt können wir hier mal gucken. Jetzt müssen die Türen ja eigentlich auf der richtigen Seite aufgehen. Das tun sie natürlich auch. Schön. Kurzes Manöver. Und wir steigen wieder ein. Und jetzt fahren wir hinten noch über die Brücke rüber. Hier erstmal unter der Brücke durch. Genau hier. Über unsere neu gebaute Strecke. Hier hinten sieht man den Rest. Da geht es eigentlich lang. Genau, hier einmal um die Kurve. Damit wir eben den Höhenunterschied ausgleichen konnten. Hier hinten Rollercoaster Tycoon in Rheinkultur. Schon auch nicht schlecht. Und das gefällt mir hier gut mit der Brücke. Das ist halt doch ziemlich S-Bahnig, das Ganze. So wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. So, Winkel wieder ändern. Sobald da hinten zu viel ins Bild kommt, ist vorbei. So, und jetzt geht's hier auf diese Riesenbrücke. Da würde ich mal sagen, steigen wir mal nochmal ein und gucken, wie das von hier oben dann aussieht. Cool, ist wirklich fast wie ein bisschen, wie wenn man auf eine Achterbahn fährt. Geht sogar noch aufwärts. Und hinten geht es dann halt runter. Ah, da unten. Schön. Weiß gerade nicht, was das für ein Zug ist. Das müsste der Dual-Stox gewesen sein, wenn ich mich nicht völlig täusche. So, und hier oben muss man dann doch ordentlich schwindelfrei sein, wenn man hier mitfährt. Aber ich würde sagen, eine coole Strecke. Also das wäre eine S-Bahn, die würde ich alleine schon nutzen, weil mir die Strecke ausgezeichnet gefällt. So, hier zurück, noch eine kleine S-Kurve. Und dann geht es da oben dann schon wieder Richtung Bahnhof. Richtung S-Bahnhof. Hier unten unser Holzumschlagplatz. Blödsinn. Unsere
Schreinerei sozusagen. Oder ist das unser Wald? Ach, ich um meinen... Moment, ich hab's gleich. Hier ist es. Der Wald ist es. Okay, Appelbeck Wald. Appelbeck hat einen eigenen Wald. Okay. Appelbeck hat auch eine eigene S-Bahn und Güterzüge und ein Riesengleisfeld. Also Appelbeck ist wirklich, muss ich sagen, mittlerweile ganz klar die Nummer 1 auf dieser Map, würde ich sagen. Das hat Venusberg Spinnerei abgelöst da mit dem Flughafen. Das ist aber, ja, da sind wir dran schuld mit dem, was wir hier halt alles gebaut haben. Kommt hier unten dann ein Zug tatsächlich, ist ja nett. Mal drehen. Dann sehen wir da nochmal den Güterzug. So, die erste Einfahrt von unten her in diesen Bahnhof rein. Und dann haben wir die S-Bahn-Strecke auch hinter uns. Okay, das war dann doch eher ein größeres Manöver, bis dieser Zug fuhr, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir das Thema S-Bahn tatsächlich hier auch noch bedient. Was wir demnächst hier noch machen, das gucken wir. Irgendwie lässt es mir keine Ruhe, dass wir da hinten die alte S-Bahn-Strecke, die wir jetzt so genannt haben, dass die nicht funktioniert. Vielleicht finden wir ja noch eine Lösung, dass da doch ein Zug rüberfährt. Und weil ich jetzt gerade den Zug hier auf dem falschen Gleis sehe, ich brauche meinen Hut. Ihr ahnt es. Wir wollen hier noch... Moment, wo war's? Oder ging das nicht? Das kann natürlich auch sein. Wir wollen hier nochmal die X-Weiche haben. Doch, geht. Somit kann der Zug ab sofort hier das rechte Gleis benutzen. Dann gehen die Türen auch auf der rechten Seite auf. Und hier muss er nicht mehr wechseln. Gut, Spiel läuft. Haben wir hier vielleicht gerade noch eine andere S-Bahn irgendwo in Aktion? Das müsste dann hier hinten sein. Dann könnten wir nämlich mit der schön Tschüss sagen. Ja, hier unten. Okay, liebe Leute. Danke fürs Zusehen hier bei Rollercoaster Tycoon. Guck mal hier hinten. Ja, danke fürs Zusehen. Da ist die andere S-Bahn und hier kommt die nächste. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt konnten wir wenigstens mal mitfahren mit den guten Stücken. Ich würde sagen, wir sehen uns, sobald es nicht mehr ruckelt, in der nächsten Folge wieder. Okay, so ist schöner. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.